Hallo Gamerinos und Gamerinas, willkommen bei Unicorn Storm und willkommen zum fünften Türchen Dezember. Wir haben jetzt schon einiges hier gemacht, wir haben gestern alles kaputt gemacht, was wir vorgestern mühevoll aufgebaut haben. Aber nun hoffen wir mal, dass wir mal irgendwie mal an hier ein ordentliches Spiel rankommen. Ich habe hier irgendwie gedacht, wir machen hier mal so richtig, richtig geile Sachen, so richtig cool Pong oder sowas. Okay, wir werden schauen, vielleicht ist es ja heute schon dabei. Gucken wir einfach mal, wo die 5 ist. Wir haben die 5 hier, sie ist sogar schon auf einem Bildschirm. Vielleicht nutzen wir endlich mal was. Wir haben darin eine weitere LED. Und ich sehe schon in der Anleitung, wir bauen uns einen Spielautomaten mit 4 LEDs. Ja. Das ganze Ding ist nicht komplizierter als das ganze von gestern. Wir haben jetzt nur eine weitere LED. Na gut, dann machen wir das mal. Irgendwann werden wir schon voll das coole Zeug haben. Öffnen Sie das 5. Türchen. Okay, es ist offen. Damit wird der Spielautomat erweitert. Was? Achso, und Sie finden eine gelbe LED. Nee, die habe ich schon rausgenommen. Damit wird der Spielautomat erweitert und das Spiel noch schwieriger. Achso, ja klar, jetzt muss ich noch eine weitere LED anhalten, die aber langsamer sein dürfte als die anderen, weil ich die noch weiter wegbaue. Und ich schätze mal, immer wenn eine der LEDs geht der Strom nicht weiter zur nächsten LED. Nur wenn sie aus ist, geht es weiter. Und deswegen ist die nächste ein wenig schneller und die nächste ein wenig schneller. Und die nächste ein wenig schneller und die nächste ein wenig schneller und die nächste ein wenig schneller und langsam, Blödsinn, langsamer, weil sie einen Takt weniger immer Zeit hat zum Blinken. Und die nächste wieder einen Takt weniger. Also die erste LED hat die normale Geschwindigkeit, die sie halt hat, die wäre schnell. Die zweite ist nur halb so schnell, die nächste ist nur halb so schnell, die nächste ist nur halb so schnell. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Wieder blinken alle LEDs und müssen mit dem Taster gestoppt werden. Zur Abwechslung soll diesmal erreicht werden, dass alle LEDs aus sind. Ja gut, das können wir ja machen, wie wir wollen. Das ist reines Glücksspiel, denn die LEDs blinken so schnell, dass es unmöglich ist, den richtigen Zeitpunkt zu sehen. Theoretisch sollte im Durchschnitt all auf 16 Spiele ein Treffer kommen. Ja, das können wir ja machen, wie wir wollen. Gut. Was wir hier machen müssen, wir müssen jetzt gleich richtig, richtig viel machen. Wir müssen, hier, wir schauen uns mal das Diagramm an. Oi. Wir haben hier das Diagramm von der ganzen Sache. So. Genau. Jetzt müssen wir hier, da haben wir unser Board. Und hier muss, wir müssen schon ein bisschen was umstecken. Ah, genau. Okay. Ich glaube, das ändert jetzt dann doch wieder einiges, weil wir jetzt die beiden nebeneinander haben. Sonst hatten wir immer einen Abschnitt auf unserem Minuspol, hatten wir immer einen Abstand. Jetzt haben wir nicht mehr wirklich einen Abstand. Und zwar ist es jetzt so, dass immer zwei LEDs direkt nebeneinander sind. Und dann ist nur in der Mitte ein Abstand zwischen den ersten beiden und den zweiten beiden. Gut. Okay. Ah, und dann haben wir das auch. Es geht auch nicht. Oh Gott, ich habe schon gesehen, was morgen kommt. Oh Gott, okay. Gut. Packen wir die Batterien rein. Drei Batterien. Falsch rum. Sehr gut. Gut gemacht. Ich bin ein Meister im Batterien einsetzen. Okay, die ersten beiden gehen ja voll ab, aber man sieht schon, dass die rote langsamer ist als die grüne. Ich weiß nicht, ob man das dann im Video sieht, weil da haben wir es mit 25 FPS zu tun und hier haben wir es mit, keine Ahnung, 1 Million FPS zu tun. Ja, die gelbe ist auf jeden Fall die absolut langsamste und ich versuche jetzt, ob es aus ist. Wir haben 16 Versuche, damit es einmal ausgeht. 1, 2, 3, okay, schauen wir, ob ich die mathematische Wahrscheinlichkeit überbiete. 4, 5, 6, jetzt sind alle an, na toll. 7, 8,
9, boah, 10, 11. Jetzt sind wieder alle an. Okay, das habe ich schon zweimal das Ergebnis. Ich habe manche Ergebnisse schon mehrmals. 12, 13, 14, 15, 16. Ja, zweimal in 16. Geile Sache. Geile Sache. Okay, das war's wieder. Ich schätze mal, wir können damit auch wieder würfeln. Aber ja, wir wissen, wie das Prinzip geht. Wir haben nun zweimal grün, einmal rot, einmal gelb. Die gelbe, die will auch gar nicht so toll blinken. Die ist gar nicht mal so hell. Vielleicht kann man die noch besser reintun. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber auf jeden Fall haben wir das jetzt. Gut, das bedeutet, wir haben auch dieses Türchen abgeschlossen, completed, gefinished, accepted, accomplished. Und ich habe schon gesehen, dass morgen komplizierter werden könnte. Aber vielleicht sind wir dann an dem Punkt, dass wir verdammt nochmal was auf einem Bildschirm anzeigen können. Es wäre so geil. Es wäre so geil. Okay. Gut. Dann würde ich doch einfach mal sagen, bis morgen.